So, weiter geht's mit dem Knight auf Stufe 80. 84, genauer gesagt. Genau, also der Range ist aktuell jetzt auf 121 Hero. Ich meine, Knight ist im Prinzip eigentlich witzlos. Also ich kann spoilern, es waren 38 Minuten von Level 80 Master, oder 84 Master, bis 121. Und ich habe sogar einige Sachen noch nicht mal in Anspruch genommen oder überhaupt benutzt. Und ja, also ich muss sagen, ich meine, ihr seht's, ich muss nicht viel dazu sagen. Ich muss eigentlich gar nichts dazu sagen. Also ich muss sagen, also was ich dazu sagen muss, ist auf alle Fälle, Knight ist so OP. Also wir haben eine Ulti-Axt. Wir sind auf pure CR und sonst haben wir nichts, was Schaden gibt. Ich meine, klar, Life of Fun, Upcut, Gilden-Buffs, ja. Und ja, ansonsten ist da nichts. Und unser Schaden, ich meine, wenn wir das ganze Ding mal anschauen, ich meine, okay, der Ulti-Axt bringt richtig viel Schaden und das ist normal. Aber ich meine, das ist doch nicht nur, also, was wir gerade tun, das fühlt sich nicht legal an. Wir two-hitten mit AOEs halt einfach. Also irgendwie 27k AOE-Damage und ja, für nichts und wieder nichts. Ich meine, warum dürfen wir das tun? Das ist halt, ich weiß es nicht, es ist schon krass einfach. Aber gut, wie dem auch sei, Knight ist halt jetzt einfach mal balanced, das beschließen wir jetzt einfach mal so. Ich level bei der Woche auch schon den Hasen, weil ich es mir leisten kann. Also ich meine, dass ich wirklich hier stehen kann und sagen kann, yo, ich level hier halt so meinen Hasen, weil ich halt das SCR-Pad nicht brauche, obwohl ich auf pure SCR bin. Ich meine, gewissermaßen ist es halt Master, das ist halt normal. So, du hast 120 Equipment, du hast alles Mögliche im Prinzip. Und das macht es dann einfach normal, das gehört einfach mit dazu zu Flyve. Das muss man einfach schon auch sagen. Also, das ist nicht nur irgendwie, dass es hier gottlos unbalanced ist oder so. Klar, ich meine, die haben hier einige Sachen verändert, die diesen Schaden eigentlich überhaupt erst ermöglichen. Hier kam ich auch mal auf die Idee, hey, lass mal einen Farm-Counter starten. Und ja, also, ihr werdet sehen, die Menge an Mobs, die wir hier abschlachten, ist halt, ja. Also, ich meine, AOE ist halt generell einfach OP. Ich muss aber dazu sagen, dass dieser Pulling-Skill hier wirklich ein bisschen over the top geht. Es ist too much einfach, es ist wirklich viel zu viel. Er ist so stark, vor allem ist den Caster zu schnell und ich meine, es ist wichtig fürs Endgame. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dieser Pulling Skill wirklich schon was unter 150 verloren hat, wenn ich ehrlich bin. Also wenn es irgendein Angel Rank Skill wäre, ja, okay. Aber zum aktuellen Zeitpunkt, hier im Low Level, ich finde, der hat nichts verloren. Also seien wir ganz ehrlich. Wir pullen diese Mobs wirklich zu Hunderten innerhalb von Minuten. Also irgendwie jedes AOE 20, 30 Mobs. Einmal sammeln dauert, keine Ahnung, vielleicht eine halbe Minute, vielleicht eine Minute Maximum. Also ja, innerhalb von wenigen Minuten haben wir wirklich 100 Mobs gekillt. Und ich meine, klar, wenn man jetzt natürlich sagt, so, yo, hier, wenn ich jetzt one-hitten würde mit einem Ranger und so, was ich ja gemacht habe, ist es schon auch krass. Aber ich bin mit Knight wirklich auf mehr Mobs pro Minute als mit einem Ranger. Und das liegt einfach dann, weil dieser Pulling-Skill einfach so krass ist. Und ja, da muss ich einfach sagen, so, ich glaube, für aus Balancing-Gründen, zumindest im Low-Level, ich meine, klar, es ist Mid-Rate, ist nicht so dramatisch, aber aus Balancing-Gründen im Early-Game sollte eigentlich nicht existieren. Also, ich weiß nicht. Nee. Einfach nee. Einfach nee. Und ja, insofern muss ich sagen, also Knight zu leveln macht extrem Spaß. Aber aus Balancing-Gründen, also ich meine, wir haben jetzt 40 Level in 38 Minuten gemacht. Wir haben im Durchschnitt, muss man sich wirklich mal überlegen, wir haben im Durchschnitt für ein Level eine Minute gebraucht. Und
jetzt Metroid hin oder her, Anarchy Buffs hin oder her und Amplis und so. Aber eine Minute pro Level? Wie gesagt, wir haben ein krasses Equipment, gar keine Frage. Aber ich meine auch mit schlechtem Equipment, weil ich meine, was haben wir jetzt, was wir mit schlechtem Equipment nicht hätten? Okay, Schaden. Gut, vielleicht müssen wir was zuerst hätten zum Teil. Auch okay. Aber wir hätten trotzdem absolut gar kein Problem, das gleiche durchzuziehen wie hier. Okay, dann würden wir keine 2 oder 3 AOEs brauchen, wir vielleicht 5 oder 6 AOEs brauchen. Wir wären auch trotzdem schnell. Wir hätten trotzdem vielleicht eine Minute 20 pro Level. Oder Minute 10 pro Level. Und ja. Ich meine, auf CW ist dieses Gespräch hier wirklich schon uralt. AOE versus 101. AOE sind zu OP, die farmen zu viel pro Stunde und so weiter. Ich meine, ich habe hier auf CW Live lange Zeit gespielt und ja, ich fühle die Kritik. Da ist definitiv sehr viel dran. Sobald du halt einfach nur in Cascada 1 hattest mit deinem AOE oder selbst 2 hattest, bist du den anderen halt einfach voraus. Und dazu muss man sagen, so 2 hitten ist halt wirklich gar nicht mal so schwer, das ist halt echt machbar. Ich meine, selbst wenn du nicht 2 hittest, ja. Also ich meine, als Psy oder als Ela 2 hitten ist wirklich ganz easy. Die Mobs haben 340 oder 380 KHP. Also mit einem Ela, mit einem AOE-Skill hier irgendwie 150, 160k machen. Ein bisschen mehr. 180k. Ist jetzt kein Hexenwerk. Und sobald du halt 2 hittest, glaube ich, machst du schon so 22 bis 25 Perien pro Stunde. Zumindest nach alten Balancing, ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Und sobald du One hättest, bist du halt bei 38 bis 40, je nachdem. Also sagen wir 35 bis 40. Das ist einfach so eine Sache, ja, die ist ein Problem. Ich meine, es gibt dieses neue, dieses Eldion und Eldion Sunfall und so. Ist ja, glaube ich, irgendwie eine Farm-Map oder ich glaube eine Farm-Map, ja, oder Farm- und Level-Map für High-Level. Ja, das kommt dann noch mit dazu. Kann sein, dass es vielleicht besser ist, dass es besser funktioniert einfach. Ist möglich. Habe ich noch nie getestet, deswegen will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich sage halt einfach so trotzdem, was ich halt so momentan sehe, das ist halt schon so eine leichte Diskrepanz beim Balancing. Ja, ich will jetzt nicht dauernd über das Balancing reden. Ist auch lame. Aber ich meine, wenn wir uns mal so anschauen, was wir da aktuell tun, weiß nicht. Also gerade bei Mammus, ich meine, teilweise gehen wir in so einen Spawn rein, einmal Pulse-Skill, irgendwie 5, 6, 7 Mobs drauf. Ich meine, das kann man halt eigentlich nur noch schwer irgendwie rechtfertigen vor jemanden. Hier, bam, 6 Mobs oder was das waren, 7 Mobs. Ich finde halt sowas sollte eigentlich kaum möglich sein. Also, ich meine, ihr werdet hier verfolgen können, wie viele Mobs das wir killen. Schaut mal gerne auf den Farm-Counter. Ich glaube, ich komme mittlerweile jetzt schon beim Mammutspawn fast auf die gleiche Menge an Mobs, die Leute im Endgame farmen. Ich meine, wir leveln hier, entspannt. Ich glaube, auf 2800 oder 3000 Mobs oder so, glaube ich, kommen wir pro Stunde hochgerechnet beim Mammutspawn. Es ist halt mega viel. Ich weiß halt nicht, ob es so sein sollte. Also, bei mir herrscht einfach noch so ein bisschen Skepsis. Also, ich denke halt so, ich meine, es sollte, glaube ich, nicht so krass sein. Also, vergleichen wir es mal mit Offi. Offi zum Beispiel 110, 115 an Master. Zwei LGAs, Days, Z plus 8. 16% Attack gezockelt. LGAs mit Sockel, guten Schmuck. Du machst ungefähr 1000 Kills pro Stunde. Mit Link? Gut, mit Link vielleicht ein bisschen mehr. Sagen wir 1500. Und dann bist du wirklich schon ein extrem krasser Spieler. Dann bist du wirklich ein richtig krasser Spieler.
Die Sache ist aber, wir haben das ja nicht. Wir haben eine Ulti-Waffe und sind Full STR. Und wir machen halt einfach das Doppelte bis Dreifache an Kills. Und ja, ich weiß, Offi und P-Silber-Vergleiche sind nur ein bisschen lame, aber das ist nur wirklich mal, um so ein bisschen vor Augen zu führen, so über welche Verhältnisse das wir hier aktuell sprechen. Und ja. Ich meine, ich weiß, auf zu Wave Live, so im Team und so ging es halt auch oft damals oder immer noch wahrscheinlich um das Thema, dass man einfach zu schnell levelt, dass man einfach zu viele Level zu schnell skippt und so. Aber ich denke, man könnte vielleicht hier auch ein bisschen ansetzen und das Ganze ein bisschen entschleunigen. Ich meine, es muss nicht mehr grindy werden. Ich meine, grindy ist, das Grind-Thema ist auf zu Wave Live irgendwie auch so ein Ding. Was ich aktuell so sehe, gefällt mir jetzt nicht mehr so gut wie am Anfang. Season 1 war wirklich ziemlich geil. Season 1 war billiger, es war geiler. Es gab nicht diese Superior Awakes Calls, glaube ich, falls ich mich richtig erinnere. Die Stat-Dices, glaube ich, gab es auch noch nicht. Nicht ganz sicher. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Auf jeden Fall, man konnte halt, ich meine, man hat sein Zeug gefarmt. Die Drop-Raten, glaube ich, waren ähnlich. Bei Dramlung waren sie um einiges höher, aber das ist gut, wie es aktuell ist. Aber ich, vor allem eben auch so Dungeons, wie ich glaube, Aminos war um einiges höher. Man konnte damals einfach so viel droppen. Und jetzt ist es halt so, ich meine, teilweise machen wir 4 Aminos-Runs am Tag und wir droppen gar nichts. Und das ist halt langweilig. Und man grindet und grindet und grindet. Und ich meine, für Bloodband braucht man ja diese ganzen Waffen. Ich meine, man braucht von die ab Master jede Waffe. Man braucht Lusaka Crystal, man braucht den aus Upresia, man braucht den aus Herneos, aus Sandres, Ancient und natürlich dann noch den Beherbau, wo man das Ganze dann draufballert. Und wenn ihr euch jetzt einen Bogen aus jedem Dungeon farmen müsst oder wollt oder kaufen müsst, ihr sterbt. Das sage ich ganz ehrlich, ihr farmt euch tot. Ihr farmt Wochen. Wirklich Wochen. Ihr farmt 4, 5, 6 Wochen. Und das sollte einfach nicht sein. Also, ich meine, klar, es darf grindy sein und so grundsätzlich finde ich die Droprate in Dungeons eigentlich ziemlich gut gelungen. Aber wenn man halt bedenkt, dass jeder Blood oder Titan Bane will, ja, jede Waffe braucht aus jedem Dungeon. Und so 3, 4 Spieler, die das dann wirklich aktiv farmen, müssen also ganzen Service sorgen. Was natürlich freiwillig machen und natürlich auch mehr machen könnten, ist klar. Aber dann muss ich so sagen, das geht für mich einfach irgendwie so in eine Richtung, die halt schon, die ein bisschen too much ist. So. Für mich persönlich, ja, für mich persönlich. Und ja, auch das Thema mit Cash Shop. Also der Cash Shop, den finde ich mittlerweile echt, ich muss mal die Worte weise wählen, wenn wieder Flight zuschaut und mich dann wieder flammt. Also manche Preise sind echt frech. Ein Blast Cloak of Light für 57 CBT. Ich glaube, das sind 25 Euro oder so. Ich muss nachschauen, bevor mich wirklich wieder flammt. Was ist 20 Euro? Lass mich nachschauen. Es ist einfach zu viel. Das ist einfach so die Punchline. Es ist einfach viel zu viel. So, Purchase CBT. 58 sind 25 Euro. Ja, also man zahlt im Prinzip effektiv 22, 23 Euro. Und das ist für einen scheiß Umhang. Für einen Umhang, der halt auch nur Medium ist. Also ich meine, es gibt noch diesen Dark Devil's Cloak, glaube ich. Oder wie hieß der? Dark Devil's Cloak? Keine Ahnung, es gibt diesen einen aus diesen Gamble-Boxen da. Weiß nicht, wie das Ding hieß. Und dann gibt es natürlich noch den Skeleton Devil's Cloak, oder wie das Ding heißt. Den man in-game spielen kann. So, ja, die besten Sachen gibt es in-game. Okay. Aber, also, ich weiß nicht, ich finde das halt nicht geil. Also, wenn man hier wirklich schon so ein mediocre Cloak verkauft, für Casual ist es einfach so ein Mittelgut, dann sollte der halt einfach keine 25 Euro kosten. Keine 22. Ich meine, sowas kann man da reinstellen für einen Zehner. Und also das sind halt so für mich Sachen,
die mich halt auch in Zukunft wahrscheinlich so ein bisschen abhalten, halt irgendwie jede Season zu spielen. Ja, du brauchst ein CS-Pad, das kostet 300 CBT, das sind, glaube auch 10 Euro oder so. Ich meine, mittlerweile haben wir einfach so das gleiche Niveau erreicht wie damals im Offi. Also ich meine, ja, CS-Pads gibt es natürlich auch kostenlos, wenn du eben das mit 20 Stats willst, was du halt ultimativ brauchst, dann musst du halt blechen. Und auch die Geschwindigkeit brauchst du halt eben. Gefällt mir halt irgendwie auch nicht so. Ich meine, 25 für den Umhang. Okay, 22 für den Umhang. 10 Euro für ein Pad. Bist schon mal bei 32 Euro. Wenn du noch ein CS-Set willst, dieses Billo-CS-Set, dann kostet es nochmal, wie viel? Ich glaube auch nochmal 700 oder so. Dann bist du halt wirklich bei, ja, du gehst halt auf die 60 Euro zu. Und dann hast du 3 Teile. Und dann gibt es noch diese ganzen Chanceboxen, dann gibt es noch die ganzen Stat-Dices. Also ich meine, auch damals kann man diese Empty Scrolls farmen, also collecten ohne Ende. Mittlerweile sind die Dinger ultra rar. Stat-Dices kriegt man fast gar nicht. Auch diese Anbein-Rollen, wofür man im Prinzip dann wieder alles drauf geht. Also finde ich einfach alles nicht so geil momentan. Also so vom CS, also vom Cash-Up und vom Saugen her momentan ist dieser Grind-Faktor und auch dieser Zahlfaktor wirklich schon einfach ziemlich, ziemlich hoch. Und ich meine, ich trinke mal kurz was. Ich verstehe es. Zum Teil. Ich muss aber dazu sagen, was wirklich letztendlich bei den Admins ankommt, ist natürlich ein Bruchteil. Und zieht man das Ganze ab, was die wirklich dafür bekommen, ja gut, ich meine, es ist halt verständlich. Nur aus Spielersicht, und ich rede jetzt halt aus reiner Spielersicht, ist es halt nicht geil. Denn, ich meine, ich verstehe das. Ich glaube, die nutzen das All-Payment Wall, wie damals in Minecraft. Was nehmen die? Ich glaube 10% oder so, die nehmen mega viel. Also sogar 15%, also je nach Zahlungsweise. Dann hast du Steuern. Ich meine, klar, natürlich, du zahlst erstmal die Kosten und so weiter, ist klar. Aber dann hast du Steuern irgendwann. 50% mit Sozialabgaben und so weiter. Das ist 40%. Naja, effektiv 50%. 50% ist realistisch, vor allem bei den Umsätzen hier. Ja, dann hast du effektiv vielleicht noch so 40%. Mathematisch nicht korrekt, ich weiß. Effektiv noch 40%. Sagen wir mal, du zahlst also jemand von 60 Euro aus. Kurz überlegen, 10% sind 6 Euro, mal 4 sind 24 Euro. Von diesen 60 Euro bekommt zum Beispiel Fladdy, Tetris und Co. bekommen 24 Euro. Und wenn jetzt Nettowerte oder aus Netto Gewinne berechnen oder Nettopreise berechnen und sagen so, jo, wie viel sollten Spieler hier da lassen, wenn er sich so ein bisschen ausstattet? Will ich pro Spieler 24 Euro haben? Ja, passt. Problem ist einfach, dass unsere Steuerraten so gigantisch hoch sind, dass Payment Wall extrem viel nimmt oder auch PayPal extrem viel nimmt, dass es einfach wirklich krank ist. Also, ja, ich meine, hätten wir jetzt wirklich, ich meine, so Dubai hat 0% Mehrwertsteuer und so, ich glaube, selbst Unternehmen zahlen, glaube ich, 0%, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ich glaube auch Las Vegas, oder was, Kalifornien? Oh Gott, eins der beiden. Haben 0% Einkommensteuer. Also, ich verstehe es halt schon so gewissermaßen. Und es ist nicht alles deren Schuld. Aber aus Spielersicht halt so 60 Euro ausgeben, ist jetzt nicht so mein Bier, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich jetzt nicht so toll. Aber das ist meine Meinung. Naja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.